Und nun zu den Scharfschützen unter den Wintersportlern, den Biathleten. RTL Biathlon 2007 führt euch auf die Loipen und Schießstände des Weltcups. Leider sind, wie bei den anderen RTL-Sporttiteln, keine Originalsportler enthalten. Nichtsdestotrotz könnt ihr mit dem eingebauten Editor auch bekannte Biathleten nachbauen. Auf den ersten Blick fällt ins Auge, dass die Grafik im Vergleich zu Winter Games 2007, bei dem ja auch eine Biathlon-Variante enthalten ist, die Grafik deutlich detaillierter ist. Auch die Animationsphasen gefallen uns beim Standalone-Produkt wesentlich besser. Wie beim echten Biathlon geht es in erster Linie darum, sich das Rennen gut einzuteilen. Wer seine Körner bereits zu früh verbraucht, muss sich nicht wundern, wenn er an den Anstiegen nichts mehr hinzuzulegen hat. Wie es um eure Ausdauer bestellt ist, könnt ihr relativ einfach an diesem blauen Balken in der Bildschirmmitte erkennen. Solange die Anzeige nicht rot ist, seid ihr absolut im grünen Bereich. So, nun ist unser Athlet am Schießstand, dem Herzstück des Biathlons. Um das Zielfernrohr richtig ausrichten zu können, habt ihr sogar die Möglichkeit, die Luft anzuhalten. Pro Liegend- und Stehenschießen stehen euch jeweils nur 5 Schuss zur Verfügung. Am Ende des Rennens bekommt ihr für jede Fahrkarte 3 Strafsekunden aufgebrummt. Hier werfen wir nun noch einmal einen schnellen Blick auf den Editor und die Möglichkeit, mit ihm eine Karriere zu beginnen. Mit jedem erfolgreich absolvierten Wettbewerb erhaltet ihr Erfahrungspunkte, die ihr wiederum in die Verbesserung eurer Talente investieren dürft. Alles in allem ist Biathlon 2007 eine gelungene Simulation des beliebten Wintersports.